Liebe Tierfreunde, es ist Mitte Mai und ich hatte erfahren, dass an der Kirche, wo ich letztes Jahr den Wanderfalken beobachtet habe, ein Falkenpärchen brütet. Das Video vom letzten Jahr habe ich in der Videobeschreibung unten verlinkt. Also nichts wie hin. Und tatsächlich konnte ich einen Elternteil der Wanderfalken am Nistplatz in der Kirchturmspitze beobachten. Ein bisschen weiter oben auf dem Kreuz der Kirche saß das andere Elternteil. Vom Nachwuchs war noch nichts zu hören oder zu sehen. Eine Woche später allerdings konnte ich ein Junges schon hören, bevor ich es das erste Mal sah. Zur gleichen Zeit an der Müllverbrennungsanlage in Bonn. Auf dem 100 Meter hohen Turm haben Mitarbeiter einen großen Nistkasten für die Wanderfalken aufgebaut. Was im Innern geschah, konnte auch über eine Webcam mitverfolgt werden. Von den drei Jungtieren war bereits eins draußen auf dem Podest unterwegs, während ein Elternteil oben auf dem Nistkasten saß. Bei einer Entfernung von über 100 Metern war selbst am frühen Morgen ein Luftflimmern kaum zu vermeiden. Es war schön, dem Jungfalken bei seinen Flugübungen zuzusehen. Die anderen beiden Jungtiere schauten im Treiben des Jungfalken zu. Zwei Wochen später war ich wieder an der Kirche und sah den jungen Wanderfalken am Eingang zur Nisthöhle sitzen. Er war deutlich gewachsen und sein neues Gefieder war gut sichtbar.
Wenn ihr zukünftig noch weitere Videos von mir sehen möchtet, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch und ein Abo da. Dies zeigt mir, dass ihr Interesse an dieser Art von Videos habt. Vielen Dank dafür.